Hauptsache billig. Wenn ich in der Werbebranche wäre, ich glaube, genau so würde ich die Niedrigpreispolitik der Krankenkassen zusammenfassen. Immerhin hat sie dafür gesorgt, neben anderen Maßnahmen, dass die Kassen in den letzten 10 Jahren einen Überschuss von über 17 Milliarden Euro anhäufen konnten. Krankenkassen, billige Medikamente, billige Behandlung. Und das zum Nachsehen der Patienten. Denn damit diese Medikamente günstig hergestellt werden können, muss ja irgendwo an anderen Enden gespart werden. Offensichtlich am Qualitätsmanagement. Jüngster Skandal dazu: Viele Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan, die sind mit dem krebserregenden Stoff NDMA verunreinigt. Möglich ist das, weil viele Hersteller weltweit den Ausgangswirkstoff von einem chinesischen Produzenten eingekauft haben. Zwar wurden die entsprechend belasteten Präparate schon vom Markt genommen, aber das Gesundheitsministerium schätzt, dass allein 2017 rund 900.000 Patientinnen und Patienten betroffen sein könnten. Alarmierend wird das, wenn man sich mal anschaut, was Toxikologen sagen. Die Einnahme einer verunreinigten Pille entspricht, was die NDMA-Belastung angeht, in etwa 5 Zigaretten. Das heißt, bei 2 Pillen, 2-mal pro Tag, da sind wir schon bei 20 Zigaretten, auf das ganze Jahr gerechnet, kommt da einiges zusammen. Über die Folgen, da wird jetzt hart diskutiert. Die amerikanische Arzneimittelbehörde, die redet von einem zusätzlichen Krebsfall auf 8.000 Patienten. Bei den europäischen Behörden, da ist es ein zusätzlicher Fall auf 5.000 Patienten. Aber das ist ja am Ende auch ganz egal, denn für die Betroffenen ist es ein harter Schicksalsschlag. Sollten in diesem Bereich nicht viel mehr Kontrollen stattfinden und das Ganze auch viel intensiver betrieben werden? Eins ist klar, mit der aktuellen Niedrigpreispolitik wird das wohl kaum finanzierbar sein. Aber Hauptsache, die Rücklagen steigen weiter.